just say. Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, heute seht ihr mal ein weiteres Call of Duty Ghosts Gameplay im Hintergrund. Das Ganze hier spielt auf der Map Strike Zone im Modus 6 gegen 6 Herrschaft. Solo habe ich hier gespielt, also nicht mal in einer 2-Mann-Party oder in einer 3-Mann-Party. Ich finde es immer ganz lustig, wenn die YouTuber irgendwie in den Titel von dem Video schreiben, dass sie das Gameplay Solo gespielt haben, obwohl sie irgendwie in einer 4-Mann-Party gespielt haben und 3 Ballistikwesten rumliegen haben. Aber ist auch egal, scheiß drauf. Ich habe hier gespielt mit der Honey Badger, mit den Aufsitzmagazinerweiterungen und Griff. Schalldämpfer ist ja von Anfang an schon drauf bei der Waffe, ist richtig geil, ist eigentlich sogar meine Lieblingssturmgewehrwaffe mit der AK-12 zusammen, wobei ich die Honey Badger noch einen Tick besser finde, aber ist ja auch egal, ist ja Ansichtssache, aber ich finde einfach, dass man mit der Waffe übelst geil rushen kann, die ist richtig gut auf Nahkampf und auf weite Distanz, also auf Range und ja, ich habe hier die Campstrike erreicht, ich glaube so in, boah, keine Ahnung, 3 Minuten und 20 Sekunden oder so. Ein paar Stellen habe ich dann rausgecuttet, weil die Gegner waren eigentlich gar nicht mal so schlecht, Leute. Ihr werdet sehen, ein paar Stellen waren richtig knapp. Die haben mich teilweise sowas von angeschossen. Es hätte nur noch ein Minischuss gefehlt, so wie hier zum Beispiel. Und ja, dann hatte ich nach der Campstrike noch eine 21er-Streak, Leute, in 100 Sekunden. Das wäre eine richtig schnelle Campstrike geworden, also für Ghosts-Verhältnisse oder wie auch immer. Und ja, aber leider sind dann irgendwie 3 Gegner auf einmal gekommen. Ich war richtig unter Zeitdruck, weil ich habe, glaube ich, die Streak angefangen bei 170 Herrschaftspunkten oder so. Und bei 198 Herrschaftspunkten bin ich dann leider gestorben. Aber nun ja, ich hatte es wahrscheinlich sowieso nicht mehr geschafft von der Zeit her. Und wenn, hätte ich die Campstrike nicht mehr raushauen können. Aber nun ja, kann man nichts dran machen. Ist trotzdem meiner Meinung nach ein richtig gutes Gameplay. Ist Solo gespielt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt's. Und ja, mir ist so aufgefallen, in letzter Zeit, Leute, sind die Gameplay so in den Hintergrund geraten bei YouTube. Es juckt eigentlich niemand mehr, was der YouTuber für ein Gameplay hochlädt. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil, keine Ahnung, ich habe damals YouTube angefangen, um gute Gameplays hochzuladen. Und ich sehe so selten irgendwie von den Abonnenten oder von euch in den Kommentaren, ja, richtig gutes Gameplay, richtig gut erspielt und so weiter. Weil so ein Gameplay sieht immer so leicht aus, aber dahinter steckt richtig viel Arbeit, weil meiner Meinung nach ist so eine Campstrike mindestens so schwer wie eine Double Nuklear in Black Ops 2 in Multiteam, also mal jetzt ohne Mist, weil eine Campstrike ist echt nicht leicht. Deshalb laden ja auch die meisten YouTuber frei für alle und so weiter hoch, weil es halt dort am einfachsten ist. Aber in Herrschaft ist es echt richtig schwierig. Es wäre auf jeden Fall hier richtig nice gewesen, hätte ich hier die Double Cam erreicht. Ich war jetzt schon ein paar Mal kurz davor, aber irgendwie fehlt mir noch das letzte Quäntchen an Glück. Aber nun ja, ich denke mal am Wochenende werde ich es dann mal packen, eine Double Cam Strike, hoffentlich. Und ja, jetzt habe ich schon die zweite Streak angefangen. Ihr werdet gleich sehen, wie es dann richtig abging. Ich habe dann, glaube ich, noch die Remington oder so aufgehoben mit so einem komischen Rotpunkt, mit so einem quadratischen, grünen Rotpunkt, keine Ahnung. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich denke mal, ich werde dann jetzt gleich die letzten Sekunden noch mit einem Beat hinterlegen. Also Leute, ich hoffe, falls euch das Video gefallen hat und euch vor allem das Gameplay gefallen hat, schreibt doch mal auf jeden Fall einen Kommentar oder hinterlasst einfach mal eine Bewertung. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich denke mal, demnächst werde ich dann mal wieder ein paar Black Ops 2 Gameplays raushauen. Haben sich ja ein paar Leute gewünscht. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Just